Guten Morgen vom Wasser und eine super Baumstammbrücke. Da geht es jetzt nicht mal drüber. Wenn das immer so bequem gewesen wäre. Aber ich habe viel dazugelernt. Ne? Ich balanciere jetzt auch über irgendwie kleine Baumstämme. Besser als nasse Füße. Da kommt meine chinesische Freundin Bluebird. Zaghaft, aber sie macht es. Ja, super, sie wird drüben ankommen. Ja, jetzt gibt es wieder was zu sehen. Der Weg ist wirklich toll und spannend. Sehr schön. Zweites Frühstück. Nüsse. Schaut mal die Aussicht. Es ist einfach so toll. Schöner See mit tollen Campmöglichkeiten. Aber mal sehen, ich habe es nicht so mit dem Wasser. Es wird wieder so eine feuchte Nacht. Ich muss mich erstmal noch erholen von der Bärenbegegnung. Bärenstark war das. Ah, so toll. Ich hoffe, euch gefällt auch das Video vom Bären, der Blaubeeren pflückt. Nachtplatz ist gefunden. Wasser habe ich. Müsste reichen für morgen früh, wenn nicht. Man hört's rauschen. Muss ich halt einen Fußweg in Kauf nehmen zum nächsten Wasser. Aber das kann ich mir nachher noch überlegen. Jetzt esse ich erstmal was und dann mal sehen. Gute Nacht, bis morgen. Muss erstmal die Begegnung mit dem Bären verdauen. Meine Herren, war das großes Kino. Und die Stechfliegen hier, die plagen mich schon wieder. Schon einer erlegt, kommen 5 zur Beerdigung. Abendessen kochen. Leider Missgeschick passiert. Jetzt musste ich extra Meile gehen zum Wasser holen, denn ich muss mir frisches Essen kochen. Meine Spaghetti. Ihr könnt es schon ahnen, der Deckel, der als Abgießer dient, der war heiß und irgendwie zum ersten Mal so benutzt als Abgießer.
Und schwupp ist er ein Stück aufgerutscht. Und da liegen sie, die Spaghetti. So lecker wären die gewesen. Mist, jetzt gibt's wieder Stampfkartoffeln. Eine Stunde bergauf und der Tag kommt auch langsam an. Gerade hat mich eine Biene oder Wespe, hab's nicht gesehen, gestochen. Die Nase ist ein bisschen verstopft vom Staub und Dreck. Aber es wird ein schöner Tag. Blöde Stechfliegen. Sie lassen einen nicht in Ruhe. Ja, und schaut mal, keine 14 Tage die Schuhe, so sehen sie aus. Oh wow, das ist natürlich übel. Passport verloren. Claudi Pass. Herrliches Wetter, aber PCT North, da. Jetzt muss ich euch kurz was erzählen. Und zwar habe ich gerade Honeybean und Tiny Dancer getroffen. Und wir kannten uns aber nicht. Und als sie diesen Scan gescannt haben und gesehen haben, haben sie mir erzählt, dass sie ich hatte ja zwei von diesen, wie nennt man das, Anhängern. Einen in der Tasche und einen am Rucksack hängen. Und den am Rucksack, den habe ich verloren. Irgendwo in Nordkalifornien. Irgendwann war er weg und ich dachte, oh Mist, einer ist weg, okay. Hab ja noch einen. Und die beiden, die haben den gefunden und haben den irgendwo hingepatcht. Vielleicht hat es ja doch jemand noch gescannt. Keine Ahnung, aber fand ich jetzt total super nice, die beiden zu treffen und die Information zu bekommen. Da habe ich nämlich ein paar Mal dran gedacht, ob das Teil wohl jemand gefunden hat. Super schön. So, und weiter geht's. So, das ist jetzt mein Roadtrip für die USA. Da vorne ist die Stehekin Valley Ranch. Und ja, vielleicht fährt ja ein Auto und ich bekomme einen Ride nach Stehekin. Sind ja doch immer noch 8 Meilen. Also 12, 5, 12, 13 Kilometer. Mal schauen. Ich nehme es, wie es ist. Das ist die berühmte Bäckerei in Stehekin. Also eigentlich außerhalb von Stehekin, aber ist
super schön und die bringen tolle Sachen aus der Küche. So ihr Lieben, ich habe einen Platz gefunden für die Nacht. Die Campgrounds völlig überlaufen von PCT-Hikern. Bin ich hier an einem Haus vorbei und habe einfach die älteren Herrschaften gefragt, ob sie einen Platz haben auf der Terrasse für meine Isomatte und meinen Schlafsack. Und wir haben ein tolles Gespräch gehabt, einen tollen Abend. Meine Wäsche wurde getrocknet und hier seht ihr, das ist das Haus. Die Herrschaften sind jetzt drinnen und ich habe gerade hier draußen meinen Schlafplatz gerichtet. Hier unten auf dem Fußboden mit Blick in die Sterne. Ich werde es genießen. Es ist ein wunderbarer Abend mit Seeblick, also zumindest ein bisschen. Auf dem Campground feiern die jungen Leute, dass sie nicht zur Grenze, zum Monument wandern können. Und heillos überfüllt der ganze Campground. Das war mir ein Graus, da zu übernachten. Und so habe ich mir ein Herz genommen und einfach gefragt. Die haben gewunken und ich bin am Weg entlang, unten da an der Straße entlang gelaufen. Und so bin ich jetzt hier seit etwa 2 Stunden. Wir sitzen auf der Terrasse oder saßen, haben was getrunken, was gegessen, uns nett unterhalten. Eine ganz, ganz tolle Begegnung hier. Meine Wäsche trocknet noch ein bisschen hier nach. Die Leute haben es in den Wäschetrockner getan, aber so ein bisschen feucht ist das noch. Ich freue mich, dass ich so eine nette Begegnung mit Christy und Cherry haben durfte. Ja, und werde sie morgen früh noch sehen. Und hatte einen tollen Nachmittag an der Bakery. Habe unendlich viel gegessen. Das war auch mega schön. Und jetzt wird schlafen gegangen. Gute Nacht. Und schon auf der Fähre nach Ceylan. Ein Rundblick. In die Richtung geht's. So, und das ist mein Nachtplatz. Auf einem Campingplatz bin ich untergekommen und jetzt gleich noch zum Pizzaessen eingeladen. Das ist auch schön. Ich habe nämlich tierisch Hunger. Ja, und morgen mehr schaue ich mir noch Windrop an und dann werdet ihr auch etwas mehr davon sehen. Ist ein schönes kleines Cowboy-Städtchen.